Hallo Bioshock-Freunde, willkommen bei Bioshock Infinite mit mir, dem Gario. Und wir müssen jetzt für die Vox Populi Waffen abholen. Yay. Ich muss sagen, von einem Spinner zum nächsten Spinner. Die Zahnräder sind schön. Ja, so sieht also die Ausgangslage aus. Und die Musik nervt. Leicht. Wir trinken. Finde ich gut. Alt, Silberigel. Kann man auch nicht einfach liegen lassen. Spinne ich. Was ist das für eine schreckliche Musik? Der Typ, der die eingestellt hat, den würde ich entlassen. Columbia. Das stört ja auch überhaupt nicht, dass ich... Salz. Wir sind auch nicht ganz voll mit Salz. Jetzt sind wir voll mit Salz. Hi. Hör auf, mich so anzustarren. Alter, ist das creepy. Stell dir vor, du wirst von einem Polizisten angehalten und alles, was er macht, ist dich anstarren. Ich bin übrigens letztens in die Polizeikontrolle geraten. Da war ich spät nachts auf dem Weg vom Feiern nach Hause. Bin vermutlich... Also. Jeremiah Fink hat eine Philosophie. Ich auch eine, nämlich, dass ich aussprechen darf. Ist wie die Arche Noah. Es gibt dort Löwen, die die Ordnung unter den geringeren Tieren aufrechterhalten sollen. Dann gibt es die Kühe, die Nutztiere. Sie liefern Fleisch, Milch und sie arbeiten. Und dann gibt es noch die Hyänen, die Stifter, die immer nur die Pferde scheu machen. Okay, jetzt darf ich vielleicht aussprechen. Also, ich bin letztens in der Polizeikontrolle geraten, weil ich vermutlich etwas zu auffällig in eine Seitengasse abgebogen bin. In eine dunkle. Vielleicht, keine Ahnung. Jedenfalls direkt an einer Polizeistreife vorbei. Das war mir bewusst, die habe ich gesehen. Und dann haben die zurückgesetzt, sind mir in die Seitenstraße gefolgt. Und wollten meinen Ausweis sehen. Soweit so spannend. Nee, ich bin halt noch nie in eine Zeit. Eine reine Routinekontrolle geraten. Du Drecksgöre. Willst du wissen, was wir mit hübschen blinden Passagieren machen? Lieber nicht. Hey, jetzt warte doch mal! Lassen Sie mich! Gehen Sie weg! Ja. Okay, zu spät. Ja, und dann hieß es so, ja, haben Sie schon mal mit der Polizei zu tun gehabt? Ich will bloß mit dir reden! Sie sollen weggehen! Haben Sie schon mal mit der Polizei zu tun gehabt? Drogen oder so? Ich so, nö. Alles klar, das war's. Ich dachte, nee. Elizabeth! Jetzt warte doch! Ich bin nicht sauer auf dich! Vorsicht! Weg da! Uah. Aus dem Weg! Ich dachte in dem Moment, die machen erstmal den großen Zauber mit Taschen durchsuchen und alles, aber nö. War nicht so. Okay, zurück zum Spiel. Zurück zum Kontext. Oh, verdammt! Scheiße. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, davon gehe ich aus. Was ist hier hinten? Ah, ein Boxophon und eine Geldbörse, eine sehr dicke. Ja, sehr schön. Die Panzerfaust? Warum nicht? So, jetzt mal ein Boxophon. Man nannte Slade ein Monster und einen Verräter. Ich kenne die Männer, die mit Captain Slade in der Hall of Heroes starben. Es ist keine Schande, zu ihnen zu gehören. Die Schande liegt bei uns, die wir uns vor der Halle versammelten. Nicht wir waren es, die vielen. Und ich empfinde Neid auf die, die unter seinem Banner starben.
Munition für was war das? Sklavengeschütz? Okay, wir sind gut ausgerüstet, das ist schon mal die Hauptsache. Die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ist hier nirgendwo so ein Haken oder irgendwas? Nein, nur eine Uhr. Okay, raus hier. Raus, raus. Und mal schön umgeguckt. Wo es denn eventuell weitergehen könnte. Ich glaube, ich weiß es sogar schon. Hey, sind wir ihr lange gefolgt? Das ist ja Wahnsinn. Aha, was liegt denn hier? Karabiner. Munition für Karabiner. Präzisionsgewehr. Ja, komm. Arbeiten wir mal verdeckt. Ist hier irgendwo eine Schiene, wo wir uns einklinken könnten? Nö. Okay. Das ist keine Schiene. Nee, das ist keine Schiene. Jedenfalls keine, die wir benutzen können. Ne? Wenn wir das ordentlich treffen, würde das Ding abstürzen. Okay, wo geht's hier weiter? Hier vielleicht. So, hier. Langsam bin ich ratlos. Hier. Ha! Fort Franklin Pier. Wusste ich's doch. Dass es hier weitergeht. Nö, hier nicht. Ich dachte, hier liegt vielleicht was. Zum Beispiel Silber Igel. Angeforderte Truppen sind unterwegs. Passt auf sie auf. Da hat es kurz geleckt, weil gespeichert wurde. Schluss jetzt, sei still! Lassen Sie mich los! Nehmen Sie die Hände weg! Halt die Klappe! Loslassen! Das will ich haben und wir tun Ihnen den Gefallen! Sei endlich still! Aha, was haben wir denn hier? Das sind Sie! Ich habe die Nase voll! Oh, da ist jemand mit Panzerfaust. Okay. Runter hier. Los hier. Munition für Salvengeschütz haben wir nicht. Was wird schlimm für dich enden? Was wird schlimm für mich enden? Hast du was gesagt? Nö.
Ich dachte, ich hätte was gehört. Muss ich mich wohl getäuscht haben. Was ist denn das Schönes? Salze voll, okay. Das würde uns theoretisch Salze geben. Aber wir sind voll, was das betrifft. Fahren wir doch mal hier hoch. Tschüss. Das Präzisionsgewehr macht Spaß, muss ich sagen. Macht wirklich Spaß. So, was hast du denn Schönes? Munition? Nee, brauchen wir nicht. Was hast du Schönes? Du kannst uns die Krähenfalle kannst du uns verbessern? Nee. Ein Jahrmarkt der Sparsamkeit zu Ehren sieht. Ich muss sagen, ich benutze gerade eher den Elektrizitätsschub, den Shocking Jockey. Das macht mir gerade mehr Spaß. Gut, sehr gut. Wir sind schon wieder bei 11 Minuten, ich schaffe nichts in den Folgen. Ach, fahren wir noch eine Runde. Hallo? Jemand da? Okay, Elisabeth war das letzte Mal da drüben, glaube ich. Dann gehen wir doch erstmal zu der Schließkassette hier. Was ist denn das hier? Ein Salvengeschütz. Würde ich gerne mal ausprobieren. Zuvor gehen wir mal hier rein. Halt die Augen bloß bei dir, Guaylo. Du kriegst gleich was, ne? Karabiner. Mhm, okay. Oh, eine Infusion. Sehr schön. Dann gucken wir doch gleich mal. Ich würde gerne nochmal die maximale Gesundheit erhöhen. Genau das, was wir jetzt brauchen. Oh ja. Habt ihr Elisabeth gesehen? Nein? Dann muss ich es woanders versuchen. Hier vielleicht. Habt ihr Elisabeth gesehen? Nein. Dann muss ich es woanders versuchen. Ein Karabiner. Ja. Asset Size. By order of the... Hier rein und umsteigen. Zuckerwatte, Salz, oder alles schon. Ach, warum fehlt mir denn immer die Orientierung in solchen Spielen? Ah! Immerhin, zwei Munition. Dafür hat es sich sehr gelohnt, hier rumzulaufen. So, jetzt sind wir ein Stockwerk höher. Und da hinten ist immer noch niemand. Das ist ja nett. Sehr nett sogar. Elisabeth! Elisabeth, ich finde dich leider gerade nicht. Ah. Vielleicht müssen wir echt zurück. Ich gehe mal zurück. Oh, schön. Was ist hier noch? Ah, sehr schön. Ach ja. Lass mich durch. Den Arzt. Thank you.
Wo zur Hölle geht's weiter? Closed of Limits. Ah. Hallo. Kannst du jetzt aufhören? Ich werde nicht mit. Elisabeth, warte! Jetzt geht's weiter. Geh hier runter. So. Jetzt. Oh, nein, 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 nein. Für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du? Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Tja. Wollt ihr wissen, was Daisy Fitzroy und ihre Anarchistentruppe wollen? Gewöhnen Sie sich nicht zu sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck, mehr nicht. Sobald ihr das tut, werdet ihr sehen, wer diese Hyänen wirklich sind. Ich frage euch, wo werden sie sein, wenn es draußen kalt ist? Und eure Jungs haben Mumps und ihr habt nichts auf dem Tisch außer Reue. Seht ihr nicht, was die Vox Populi verkauft? Sie verkauft Träume. Und Träume sind nicht billig. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel neuerdings etwas laggt. Ich meine, ich muss sagen, ich habe die Grafikkarte, auf der ich das ganze Ding hier spiele, heute schon sehr beansprucht. Das stimmt. Ich habe heute schon Battlefield 4 gespielt. Und dementsprechend warm dürfte das ganze Ding sein. Ja, wir öffnen das Schloss. Das kriege ich hin. Bitteschön. Ich meine, das ist eine gute Grafikkarte, aber... Oh, schön. Ausrüstung. Ja. Haben wir bis jetzt nie genutzt. Ne? Neue Hosen. Der letzte Mann. Wenn deine Gesundheit sehr gering ist, erhältst du beim Töten von Feinden Gesundheit. Ah, das ist nicht schlecht. Ich würde die gerne anlegen sofort. Lass mich durch, Elisabeth. Stimmt was nicht, Wachtmeister. Du guckst so nervös. Ja, bevor es aber weitergeht, beende ich die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.